Greetings, cheerful viewers, and welcome to the final segment of our two-part series exploring the first Cosmic Cine Film Festival, held from April the 27th to May 25th, 2011, in four German cities. Organised by Kinopolis, Roots and Wings, and Klanghaus Media. The festival tour visited Matheiser Film and Gloria Palace in Munich, Kinopolis Bad Godesberg in Bonn, Kinopolis Rhein-Neckar in Viernheim, and Kinopolis Main-Taunus in Frankfurt. Supreme Master Television was at the Munich Arena of the Cosmic Cine Film Festival to find out more about the event from organisers and participants. Also ich glaube generell, dass Filme viel bewirken können, weil sie eben die Menschen nicht nur mental erreichen, sondern emotional und im Idealfall sogar die Seele. Das heißt, also in manchen Filmen, wo ich jetzt drin war, war es einfach so, dass die Menschen bewegt waren, berührt waren, Tränen in den Augen hatten und ganz irgendwie ganz verändert rauskamen. Also da sieht man, dass ein Film, ein richtiges Kunstwerk sozusagen Menschen wirklich inspirieren und verändern können. Und wenn so viele Menschen zusammenkommen, die sich eh schon für so Themen interessieren, dann hat das nochmal eine viel größere Wirkung, so wie wenn auch 100 Menschen zusammen meditieren. We're gonna win only true love. 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 Among the numerous screenings held at the Cosmic Cine Film Festival was US filmmakers Hope and Randy Mead's documentary Orbs, The Veil Is Lifting, which was distributed by Amri Verlag Publishing Company. Amri Verlag's manager, Michel Nagula, explained about the phenomenon of orbs. Es sind nur bedingt Lichtreflexe. Es sind wirklich Strukturen, energetische Strukturen, die durch Digitalkameras besonders leicht festgehalten werden können. Wir haben die eigentlich überall um uns herum, aber unser menschliches Auge ist es nicht gewohnt, die zu sehen. Und das Interessante daran ist, dass das uns einen Blick auf eine völlig andere Wahrnehmungsform zeigt und uns sehr, sehr deutlich macht, dass die Realität, in der wir leben, eine eingeschränkte Realität ist, die weit über den eigentlichen Wahrnehmungshorizont hinaus auch in Anführungsstrichen bevölkert ist, mit anderen Strukturen, offensichtlich auch anderen Wesenheiten. Wir bekommen Einblick dahin, dass wir wirklich von einer geistigen Welt auch umgeben sind, von der wir durchaus Bestandteil sind, die nicht bedrohlich ist, sondern die uns schon immer begleitet hat. Wenn ich Fotos vergrößere, erkennt man zellartige Strukturen der Orbs. Wären sie nur Lichtstrahlen, warum sollten sie dann diese komplexen Strukturen haben? At the festival, two films were honored with the Cosmic Angel for the Audience Award. The German production, The Movie of Your Life, received by Sebastian Golder and Thomas Frey. In this film, Mr. Blank, played by Patrick Fichter, wakes up from a coma without memories of his past. In his search for his identity, he learns invaluable lessons on unity, cause and effect, and reflection. The winner of the Cosmic Angel Jury Award was Pacha Kutek, Time of Change, a documentary by Anya Smith, which follows the journey of Narpani Puma, an Incan sun priest. Ich habe den Film Pachakutek gemacht über einen Zeitraum von 3 Jahren. Ich bin die Regisseurin und die Produzentin des Filmes und ich habe den Film auch geschnitten und vieles andere auch. In unserem Film geht es auf der einen Seite um das Thema Zeitenwende aus der Sicht eines Inka-Sonnenpriesters. Er macht sich in diesem Film auf einen Pilgerweg, um in dieser Zeit des Wandels Erkenntnisse zu sammeln, was es heißt, in dieser Zeit des Wandels, was auf uns zukommt. Untergeordnet diese Zeitenwende ist seine Aufgabe, die Heilung des Herzens der Erde zu unterstützen. Die Heilung des Herzens der Erde steht für die Rückverbindung mit der Natur, dass unsere Herzen, dass wir wieder im Einklang mit der Natur schwingen, dass wir uns wieder einstimmen auf die Natur, dass wir wieder in unserem Bewusstsein erleben können, dass die Erde ein geistiges Wesen ist, dass sie nicht nur Materie ist, sondern dass sie wirklich beseelt ist. Und es geht um die Heilung des Herzens der Erde, aber auch um die Heilung unserer Herzen, der Menschen.
um die Heilung der Gefühle, um all das, was auch das Weibliche in uns ausmacht. Es wurde viele Jahrhunderte, Jahrtausende unterdrückt. Und jetzt ist die Zeit gekommen, in dieser Zeitenwende, und aus der Herzensweisheit zu leben. Das ist etwas, was in dieser Wendezeit aus Naupanis Sicht ganz wichtig wird, dass männlich und weiblich wieder in Einklang kommen. Wir alle sind Kinder des großen Lichts. Und so ist es unsere wahre Natur. Naupani Puma was present at the Cosmic Cine Film Festival. Raised in the high plains of Ecuador, he is one of the few remaining direct descendants of the indigenous South American Inca culture. Naupani Puma discussed his participation in Pachacutec and the film festival. Estoy aquí porque la Madre Tierra, el Padre Sol, así lo permiten. Y estoy aquí porque me han invitado para la presentación de un documental. Un documental que por medio de esta empresa de la información se puede llegar a mucha gente y se puede transmitir nuestra forma indígena sudamericana de pensar. En todas las profecías se están hablando y que estas profecías se están cumpliendo. Este tiempo de cambio, este tiempo de transición de un tiempo de una era pasada a una era nueva, pues es muy crucial. En esta época de cambio, si nosotros no hacemos algo por mejorar la situación, puede producir un cambio violento, pero si nosotros colaboramos, ayudamos a que el cambio sea armónico, puede pasar que nosotros entremos en una era dorada, como lo decían las profecías. Naupani Puma shared his ideas on how all humankind may contribute to fostering a brighter future for the whole planet. Nur hast du bisher nicht auf mich gehört. Du wirst alles. Yo a mi manera indígena sudamericana, pues lo apoyo con ceremonias, lo apoyo mediante un peregrinaje que he hecho por varios años alrededor de la tierra, haciendo oraciones de templo a templo, de lugar sagrado a lugar sagrado, y el último peregrinaje también de sur a norte, la misma forma de orar en todos los centros energéticos, en todos los templos. Esa es la forma como yo la hago. El resto de personas, pues seguramente sabe cada uno cómo ayudar a que la tierra se cure su corazón, sus heridas, cómo ayudar que la situación del planeta mejore. Lo que yo podría recomendar es que uno de los caminos más fáciles es el reencuentro con la Madre Tierra. Verla una vez más como ser viviente, como un ser lleno de espíritu, y que nosotros solamente somos sus hijos, parte de ella. Y si la madre sufre, sufrimos nosotros también. De igual forma, si nosotros sufrimos, sufre ella. Otro consejo sería, o otro mensaje que yo puedo decir, sería que miremos al sol. Pues mucha gente dice, ¿cómo hago que muchos días no como, muchas semanas no como? Hago ayunos, o muchas veces paso horas orando y caminando y no me canso. Pues no es nada especial, es simplemente que yo practico una forma de recibir la luz del sol. Recibir la luz del sol por medio de los ojos, llenarla en el espíritu dentro del ser y hacer que eso haga que haga vibración en nuestro espíritu. Eso me da fuerza, eso me da energía y eso me aclara mi conciencia. Justo en esta época donde pensamos que la tierra está nublada con una capa oscura, con una neblina oscura, ahí es cuando más necesitamos la luz del sol, la luz. La luz más cercana es la del sol. Eso es desde la época inca, lo hacían, y yo de una forma le heredé. Por medio de las visiones puedo hablar con el sol y él me enseña cómo hacer ese método. Pero es muy fácil, todo el mundo puede hacerlo. Eso es cómo podemos apoyar a este cambio, a que sea armónico. The magnificent films of the Cosmic Cine Film Festival expounded on a vast array of subjects, each conveying a message of uplifting the world. Jim Zugar of Klanghaus Media, one of the co-organizers of the festivals, explained the importance of such events, which bring people together in achieving this goal. Es ist offensichtlich, dass unsere Welt
Informationen braucht, um einfach eine andere Lebenskultur zu realisieren, eine Lebenskultur, die menschenfreundlich ist, eine Lebenskultur, die freundlich für die Welt ist, denn es ist doch offensichtlich so, dass wir es mit vielen Problemen zu tun haben und ich finde es richtig, sich mit den Lösungen zu beschäftigen, mehr als mit den Problemen und da ist das Cosmic Cine Film Festival ein kleines Modul, das hoffentlich viele Menschen inspirieren wird. We thank all organizers, filmmakers and participants of the Cosmic Cine Film Festival for bringing more awareness and meaningful insights to audiences. Cherished viewers, it was a pleasure having you with us for today's Cinema Scene. Please stay tuned to Supreme Master Television for Vegetarianism, the Noble Way of Living. Coming up next after Noteworthy News. Let us all unite on the path towards a kinder, more sustainable tomorrow. To find out more about the Cosmic Cine Film Festival, please visit www.cosmic-cine.com. For more details, please visit www.suprememastertv.com/cs.